Ja, also wir haben schon länger ein bisschen umgestudiert, was wir überhaupt machen wollen, was bei uns Zukunft hat. Wir haben dann gesagt, wir wollen uns weiterhin auf unser Kerngeschäft spezialisieren. Wir wollen einen Monimaststall bauen, der möglichst hohen Komfort für Tiere bildet. Ein Tier, das nicht gesund ist und das nicht wohl ist, das hat auch keine Zunahme. Das rendiert auch nicht für uns. Und darum ist Tierkomfort und Gesundheit eigentlich der wichtigste Punkt, den wir gesagt haben. Zum einen ist die Luft sehr wichtig. Dann die Liegeflächen, die eingestreut sind, dass auch gelenkschonend ist. Und das war eigentlich das Wichtigste. Die Firma Moser habe ich dann mal an einer Messe gesehen, wo sie ihre Einrichtung ausgestellt haben. Das hat mir eigentlich sehr gefallen. Wir haben gesehen, dass sie alles selber in der Schweiz schweissen. Also die Einrichtung ist alle auf Mass angefertigt. Und das hat mich dann überzeugt, dass wirklich auch nicht einfach Stangenware, die irgendjemand sonst herkommt, sondern es ist Qualität, es ist gut gemacht und es ist alles so, wie ich es wollen habe. Und nicht einfach ein Haufen Kompromiss. Ich habe auch mit Moser geplant. Ja, und da haben wir auch die ganze Vorarbeit für die Behörden gemacht. Wo wir dann effektiv ins Bewilligungsverfahren gegangen sind, habe ich die ganzen Unterlagen alles bekommen. Und als wir es dann eingereicht haben, hatte ich innerhalb von 3 Monaten die Baubewilligung gehabt, wo ich nie gerechnet hätte damit. Aber ja, das hat halt auch einen Zusammenhang damit, wie komplett die Unterlagen sind und wie gut das Material ist, das man den Behörden anbieten kann. Für die Grösse, dass es effizient ist und dass man auch möglichst viel von der Halle ausnutzen kann, muss automatische Fütterung rein. 500 Tiere sind nicht in 5 Minuten gefüttert. Und nachher haben wir verschiedene Systeme auch angeschaut. Dort war überall ein Problem, halt die verschiedenen Mischungen, die wir machen müssen und die Ausmaße, die wir haben. Und das andere ist, wir haben gesagt, wir wollen nicht 2 verschiedene Systeme zum Streuen und zum Futtern, wir wollen 1. Und das sollte möglichst einfach sein. Und eben durch das, dass wir dann, das beim Moser mal gesehen haben mit diesen Förderbändchen, haben wir das auch angeschaut und haben wirklich gesehen, es ist sehr schnell. Also in einer Stunde ist der ganze Stall gefüttert mit diesen 4 Mischungen und dann hast du 3 Stunden eigentlich über den Tag verteilt, was dann das Futter macht, mischt und verteilt. Die Fütterung kann mehrere Abläufe gleichzeitig machen. Also das heisst, zum einen, wenn das Futter auf das Förderband kommt vom Mischwagen, dann kann er die nächste Mischung schon vorbereiten. Und das heisst, dass er ist bis zu 2 Mischungen gleichzeitig am Verteilen und am Machen. Und das andere ist, mit dem Strau kann er auch mehrere Bänder gleichzeitig laufen. Wenn eine Bucht eingestreut wird, wird eigentlich der Strau für die nächste Bucht schon aufs Band gelassen und wird mit der Abzweige umgeleitet, dass es eigentlich schon bei der nächsten Bucht ist, bevor die letzte Bucht fertig gestreut ist. Und ich muss sagen, das ist wirklich super, das funktioniert sehr gut. Imposant zum Zuschauen, wenn so das Strau kommt, das Futter kommt. Und das ist wirklich sehr speditiv und schnell. Und ja, da braucht man natürlich den ganzen Diesel nicht mehr, braucht dafür ein bisschen Strom. Aber das ist nie im Verhältnis zu dem, was man vorher auch an Ausgaben gehabt hat, an Aufwand gehabt hat. Also, ich würde jedem empfehlen, wenn man automatisiert, mindestens auch ans Einstreuen denken. Hinterdrein hat man vielleicht das eine oder andere etwas angepasst, aber das ist immer so. Ja, es ist schließlich das erste Mal, wo man so etwas baut. Und, aber das sind Details, das ist eine Kleinigkeit, die es halt gibt. Aber alles andere, muss ich sagen, ist wirklich sehr gut geplant gewesen. Und auf jeden Fall würde ich den Moser ja, weiterempfehlen. Er ist gut, er ist flexibel. Also, mir hat es gepasst.